Ein Mikrofon irgendwie. Ja, doch, doch, wunderbar. Ich darf Sie sehr herzlich im Porgion Best begrüßen. Ich darf sehr herzlich aus dem Porgion Best begrüßen, all jene nämlich, die im Stream dabei sind. Ich darf begrüßen zur Fortsetzung einer allmonatlichen Serie, die sich nennt Wild But Hard. Unser Freund Markus Kupferblum lädt unterschiedliche Menschen zum Frühstücksgespräch ein. Heute ist es Paulus Manker. Schauspieler, Regisseur, enfant terrible, wie man so schön sagt, den man in dieser Stadt, glaube ich, nicht wirklich vorstellen muss. Und eine kleine Geschichte darf ich Ihnen noch verraten. Es geht um seinen Vater auch. Ja, natürlich, ich sage eh gar nichts. Ich sage gar nichts. Ich sage nur, es geht auch um seinen Vater und um diesen Raum. Mehr sage ich nicht, außer ein anregendes Gespräch und viel Vergnügen. Paulus Manker, Markus Kupferblum. Das ist ja Nahrung, geistige Nahrung sozusagen, ja. Viel Spaß. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass wir jetzt nach einer längeren Pause wieder hier im Porgion Best zusammengekommen sind. Und wie so oft auch, aber mit einem besonderen Gast. Und ich freue mich sehr, Paulus. Ich muss ja sagen, er hat sich ja angeboten. Er hat gesagt, wieso lädst du mich nicht ein? Das habe ich natürlich sofort gerne gemacht. Und ich muss gleich sagen, ich spreche gleich sozusagen den Elefanten im Raum an. Ich habe das auf Facebook publiziert und ich habe einen unfassbaren Shitstorm bekommen, wo ich mir gedacht habe, wow, der Paulus ist echt cool. der schafft das noch. Es gibt viel zu besprechen, es gibt viel zu sprechen, es gibt kaum jemanden, der das Theater so liebt wie der Paulus. Und umgekehrt. Ja, die Mnuschkin hat mir mal gesagt, ja, es gibt Menschen, die lieben das Theater, aber das Theater liebt sie nicht. Also, wer hat das gesagt, die Muschi oder wer? Die Ariane Mnuschkin. Am Mnuschkin. Ja, gibt es das, dass du irgendwie, naja. Pass auf, das machen wir das Erste, was wir machen, wir duzen uns nicht. Ach so. Ja, weil das hasse ich auch im Fernsehen, wenn Diskussionsrunden sind und alle duzen sich, weil das gibt das Gefühl von Verhaberung, nicht? Die kennen sie und sie haben sich das ausgemacht und so. Nein, da sind wir per Sie, dann wirkt das seriöser. Ja, also Herr, bist du Professor wenigstens, Herr Professor Manker? Verzeihung, was? Bist du Professor schon, Herr Professor Manker? Bin nicht Hofrat, bin nicht Professor, das war alles mein Vater. Ja, weil dann zahlt sich das Sitzen auch nicht aus, oder? Oh ja. Okay. Also, Herr... Nein, wenn man sitzt... Dann sitzt eine Beleidigung noch, wenn man sagt, also sie benehmen sich komisch, dann ist das eine Beleidigung. Wenn ich sage, du benimmst dich komisch, dann ist das bedeutet nichts. Das stimmt. Wirklich. Aber ich benehme mich ja gar nicht komisch. Sieht sie sogar meine Frau? Das ist gescheit. Sie, oder sieht sie dich auch? Sie darf mich an Sonntagen duzen. Aha. Du, ich habe eine Clowngruppe gehabt in Paris und da war eine belgische Adelige dabei, die gespielt hat als Clownfrau. Ich glaube, wir reden über mich. Na, später. Und die wurde von ihren Eltern gesiezt, ganz im Ernst, und sie hat aber die Eltern geduzt. Na, das ist falsch. Früher war es so, dass die Kinder, ich glaube sogar nach dem Krieg noch, aber vor dem Krieg auf jeden Fall, dass die Kinder die Eltern siezen mussten. Das war, glaube ich, gang und gäbe. Ja, und bei ihr war das eben umgekehrt. Sie war eine unkonventionelle Frau. Oder ist sie? Lebt noch. Na gut. Das führt zu nichts. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Du sagst nichts. Ja, aber das ist mit dem Shitstorm und so. Es gab einmal früher, vor 10 Jahren, 8 Jahren, eine Facebook-Gruppe, die musste ich dann klagen. Die hat sich genannt Ich scheiß auf Paulus Manker. Eine ganze Facebook-Gruppe, die sich nur damit beschäftigt hat, mich zu beleidigen. Und damals war das mit dem Internet noch gar nicht so comilfo, sondern es war schwierig, das wegzuklagen, weil der wie heißt das bei Facebook, der Seitenverwalter, oder wie heißt das? Zuckerberg. Der diese Seite ins Leben gerufen hat, der saß dann in London und jetzt klagen wir jemanden, der in London sitzt und der das hier verbreitet. Und es hat einige Monate gebraucht, dass wir das weggekriegt haben mit einem Rechtsanwalt. Das war nicht so easy. Mhm. Warum hast du es nicht gelassen? Ich muss mir die Leute, die mich loben, muss ich mir aussuchen dürfen. Das geht nicht. Zu der Zeit war ich auch, da gab es im Kurier eine Internet, im Online-Kurier, ein Ranking der unbeliebtesten Österreicher.
Und da war ich auch dabei. Und zwar zugleich mit Adolf Hitler und Josef Fritzl. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und da ist man schon ein bisschen, da ist man schon ein bisschen stolz. Und meine Mutter, na, Entschuldigung. Und meine Mutter, selig, das war eine Schauspielerin, die Hilde Sochor, die vor ein paar Jahren gestorben ist, die war am stolzesten, da war im Kurier eine Headline, also so groß, wo normalerweise steht, Saddam Hussein bombardiert Haifa oder so, ja, stand Paulus Manka, Lokführer des Grauens. Und das hat meine Mutter ausgeschnitten und war super stolz, weil da habe ich mit einer Lokomotive, ich bin ausgebildeter Lokführer, habe ich einen Unfall verursacht, bin irgendwo reingefahren und das hat die Zeitung natürlich ausgebauscht und das war ganz toll. Aber das hast du mit Absicht gemacht, oder? Um dich zu riechen an dem eigenen Gemacht. Ehrlich gesagt habe ich es nicht mit Absicht gemacht, das ist in mir so drin, das passiert automatisch. Ja, verstehe, also das Unterbewusstsein steuert dich da in dem... Ja, und meine Erziehung natürlich. Ja. Weil ganz früh habe ich schon von meinen Eltern mitgekriegt, Scheiß auf die Leute. Die haben das nobler ausgedrückt, vor allem mein Vater war ein doch etwas wohlerzogenerer und situierter, gut situierter Mensch, aber die haben ihr Leben auch so gelebt, dass sie gesagt haben, nach mir die Sintflut. Ja, das wollte ich dich gerade fragen, bist du überhaupt erzogen? Ich glaube, ich fürchte, ich bin sogar sehr gut erzogen, ich kann es nur herrlich verbergen. Aber wenn es darauf ankommt, kann ich mich sehr, sehr gut benehmen. Ich weiß zum Beispiel, es gab auch bei uns zu Hause immer das spanische Hofzeremoniell. Ja? Sie haben alle gelernt, wenn man einer Frau die Hand küsst, nur kurz drüber und nur andeuten. Falsch! Das ist eine grobe Unhöflichkeit. Sie müssen mit geschlossenen Lippen den Handrücken der Frau berühren, sonst ist es eine... Weil das ist ja sinnlos, machen Sie das mal so. Meistens reißen die Männer auch die Hand so auf, dass sie Schulterluxation kriegen, die Frauen. Man muss natürlich hinuntergehen und muss mit den geschlossenen Lippen, muss man den Handrücken, und wenn Sie es besonders schön machen wollen, drehen Sie die Hand um und küssen Sie die Innenseite. Haben Sie schon gewonnen, ist der Abend schon gerettet. Aber Paulus, also Herr Manka, besser. Wie erklären Sie sich dann, dass Sie in diesen Rankings im aktuellen Falter Best of Böse, habe ich nachgeschaut, Nummer 68. Best of Böse ist eine jährliche satirische Reihung von seltsamen österreichischen Gewächsen. Mich stört das nicht. Was mir bloß stört, war das Umfeld von Bundespräsident Fischer und auf der anderen Seite, weiß ich nicht mehr, wer das war. Das hat mich ein bisschen getroffen, weil... Wer will schon neben dem Bundespräsidenten Fischer genannt werden? Aber sonst war das in Ordnung. Aber wie kommt das zustande? Wie kommt Ihr schlechter Ruf zustande, Herr Manka? Das haben jahrzehntelang die Journalisten verschuldet. Da war mal irgendwas vor 40 Jahren. Ich wurde auch jetzt angekündigt als Enfant terrible. Ja? Ich bin jetzt 64. Da ist man wirklich kein schlimmes Kind mehr. Aber einer Journalist schmiert es von den anderen ab, macht sich nicht die Mühe, irgendwas zu recherchieren. Auch diese Facebook-Leute, die sich da bei dir beklagt haben, die haben hundertprozentig von meiner Arbeit, von meinem Leben, von meinem Wirken null Ahnung. Die haben nur gehört, der ist immer so grauslich. Niemand weiß es, niemand war dabei. Und die finden das toll. Diese ganzen Internetforen und dieses ganze Social Media, das ist ja zum Kotzen. Ja? Das ist wirklich nur mehr die Spielwiese der Blockwarte. Na, es gibt ja unterschiedliche Haltungen. Moment, wenn ich sowas sage, muss das wirken lassen. Da war ein Lacher, muss man auslachen lassen, dann kannst du weitermachen. Ja, ich wollte gerade das abfangen, weil wir waren zu wenig Lacher. Das steigert sich ja, das nähert ja das eine vom anderen. Dann habe ich meine Frau mitgebracht, die das anheizt. Und dann ist das ein richtiges Event. Klaköre sind auch noch da, das ist sehr praktisch. Nein, es ist einer, der hat auf Facebook geschrieben, der einen jemanden bei der Arbeiterkammer vertritt, der von dir schlecht behandelt worden ist während der Proben und der die Gage nicht bekommt und so weiter. Also es gibt dann solche Leute. Die Arbeiterkammer wird grundsätzlich von mir schlecht behandelt. Ja. Weil das sind lauter Gefraster, die großartige Idee der sozialen Gerechtigkeit und des Schutzes der Arbeitnehmer
was ja ein altes Sinnbild der Sozialdemokratie ist, ins Gegenteil pervertieren und nur mehr die nichts hackeln und nichts arbeiten wollen, gegen die verteidigen und auch vor Gericht vertreten, die nichts machen wollen. Also das sind absolute Volltrotteln. Mhm. Also es gibt diese Moment, Stimmen... Es wird gelacht. Ah ja. Wir brauchen so wie im Fernsehen so ein rotes Lamperl, so Applaus. Nein. Das leuchtet bei den Leuten also die hier, Arbeiterkammer. Das leuchtet bei den Leuten hier in der Seele, das rote Lamperl. Ah, das ist es. Ich habe mir schon gedacht, das ist ein Kurzschluss. Ja, und dann gibt es aber auch wieder Stimmen von einer Bühnenbildnerin zum Beispiel, die sagt, es hat niemanden gegeben in ihrem Leben, was mich ein bisschen verletzt hat, muss ich auch sagen, der sie so beeinflusst hat, positiv und fürs Theater begeistert hat wie du und wo sie so viel gelernt hat. Und also es gibt die unterschiedlichsten Stimmen aber ich habe da etwas gefunden. Die maßgeblichen Stimmen sind alle positiv. Was glaubst du zu Weihnachten, zu Neujahr, was ich für Glückwünsche und Belobigungen und Dankeschreiben bekomme? Allein heuer waren es 2. Wirklich? Das war ein Lacher. Paulus, ich habe da etwas gefunden von Giorgio Strehler. Für ein menschlicheres Theater. Ein wunderschönes Buch übrigens. Wie hast du mit dem Strehler schon gearbeitet? Nein, aber mit Peter Brook. Ah, super. Nicht A, sondern A. Ja, der ist leider gestorben. Peter Brook ist bekannt, gell? Das ist ja der Theatergott. Was hast du gemacht mit dem Brook? Es war ein Workshop. Ah, bei den Festwochen. Ja, da genau, ein Workshop. Ja, ja. Und da haben sie eingeladen, alle möglichen, aus den Ostländern auch, Ungarn und so weiter, und aus Österreich eine Gruppe, der Andi Wittersek war dabei und, man höre und staune, der Martin Kuschei. Und da haben wir eine Woche, der hat seine Leute aus Paris mitgebracht, der Peter Brook, der David Bennett war dabei, der Carrière, der Autor, der Sottigi, das war der schwarze Afrikaner, der im Sturm den Prospero gespielt hat. Und das war jetzt nicht ein Workshop, wo man gesagt hat, oh, jetzt lernen wir Tricks, wie macht das der große Meister, Peter Brook, sondern es war ein Erlebnisraum. Ich kann mich nur erinnern, es hat damit angefangen, dass da war so eine Türe, eine Theatertüre auf der Bühne und man sollte, das war die erste Anweisung, durch die Türe kommen, seinen Namen sagen und sich wieder hinsetzen. Das haben wir am ersten Tag gemacht und am letzten Tag. Und die erste Anweisung oder Bitte von Peter Brook war, es soll sich niemand neben jemanden setzen, den er schon kennt. Und dann haben wir, das war eine tolle Erfahrung, natürlich so einen, für Theaterleute ist das wie Ronaldo für die Fußballer oder Winston Churchill für die, naja gut. Aber ja. Also das war schon toll. Ja, für mich war das auch ein ganz prägender der Mensch. Der Japaner war auch dabei, der Yoshi Oida. Yoshi Oida war auch dabei. Ja, ja. Oida, Yoshi Oida, ein wie alt wie ein Name. Genau. Ja, für mich war er auch prägend. Ich war 8 Monate bei ihm in Paris. Und das ist eine ganz prägende Erfahrung, wie er arbeitet. Du brauchst mir jetzt da nicht übertrumpfen, weil acht Monate. Ich muss dich nicht übertrumpfen. Aber ich wollte das vorlesen von Giorgio Strehla. Weil, das ist ganz interessant, manchmal hört man den Gemeinplatz, um etwas vollbringen zu können, muss man selbst über Leichen gehen. Aber solche Redensart ist für keinen gültig, auch nicht für den Künstler, vorausgesetzt, dass wir bisweilen Künstler sind. Weder im Leben noch in der Kunst kann man, wenn man wirklich Kunst zu machen versuchen will, Leben, Politik und tägliches Verhalten, niemanden misshandeln, kein Prinzip, kein noch so begrenztes Gefühl. Wenn man es tut, handelt man nicht moralisch, sondern funktionell falsch. Man handelt dem, was man tun will, zuwider. Und ich sage dir, nachdem ich so viele Fehler beging und so viel geschafft habe, man darf nicht einmal die elendste Raupe misshandeln, mag sie unsterblich sein oder nicht. Falsch, falsch, ganz falsch, falsch. Die ersten Leute gehen schon, wenn du es nochmal machst. Das ist zu fad, gell? Man muss natürlich, als Künstler muss man über Leichen gehen. Das hat mir der Werner Herzog, als ich ein junger Filmemacher war, auch Mitte der 80er Jahre, unvergesslich einmal geraten, wenn sich dir jemand in den Weg stellt, schieß ihn weg. Geh über ihn hinweg. Das ist die hohe und meisterliche Pflicht jedes Künstlers. Gepärt es da. Das tun wir jetzt raus. Der ist ja wirklich so grauslich, wie man sagt. Genau. Das heißt... Wieso liegt hier Berthold Viertel, Schriften zum Theater? Ich habe lauter Texte rausgesucht. Mit dem hat mein Vater gearbeitet. Ja,
Also jetzt kommt die Geschichte. Vor 88 Jahren stand mein Vater hier. Da war er Student oder kurz nach dem Studium bei Max Reinhardt persönlich noch, also was jetzt Max Reinhardt Seminar heißt, war früher eine Privatschule von dem Max Reinhardt, den er unglaublich bewundert hat und war halt von dem Seminar, dann Seminar hieß es gar nicht noch, es hieß Theaterschule und war auch noch nicht in dem Bolongaro-Schlüssel, na Bolongaro heißt nicht, das heißt, wo jetzt die Schule ist, sondern es war im Schloss, im Schlosstheater drüben und hat hier gespielt den Wurm, mein Vater, der anfänglich später dann nicht mehr Schauspieler war und hat den Wurm gespielt in Kabale und Liebe und ich habe es gerade vorhin nachgeschaut, du hast das eh gepär. Und das war ein, wir haben gerade nachgelesen vorhin, ein arisches, war 35, also knapp vor der Nazizeit, arisches Dilettantenensemble, das sich zum Ziel gemacht hat, die von artfremden Einflüssen überschattete Theaterkultur wieder den, weiß das Wort jetzt nicht, wieder den sauberen und Ding zurückzugeben. Ich habe sogar, glaube ich, wie heißt das, das Programm, den Programmzettel da. Ja. So, jetzt wird gewartet. Ja, aber warum war dein Vater da dabei? Ich glaube, dass du damals, wenn du jetzt auch, wenn du von der Schauspielschule kommst, dass du alles ergreifst an Gelegenheit, was sich dir bietet. Ich weiß auch nicht, wie offensichtlich das ein Nazi-Ensemble war. Diese Beschreibung, die ich jetzt da von mir gegeben habe, habe ich aus einer Dissertation, ob das denen so ehrlich und deutlich, da ist es, Schillerfeier, deutsches Theater, wo ist die Kamera? Zoomt da irgendwer nach, ne? Also da steht es drin, Schillerfeier, Kabale und Liebe, 11. November 1935. Und da gibt es ein Foto von meinem Vater auch irgendwo. Wir machen überhaupt eine Sendung nur über meinen Vater jetzt, ja? Schaut, da ist er. Ja, ja. 88 Jahre. Jetzt du. Naja, Paulus, du bist jemand, der sehr in der Vergangenheit lebt eigentlich, oder? Ja, ich bin eigentlich schon tot. Naja, aber rückwärts gewandt, was deine Figuren betrifft, oder? Ich find das total schön. Ich finde dieses Buch über deinen Vater total schön und rührend. Und er war ja unglaublich prägend für die Wiener Theaterszene und war ganz lang Volkstheaterdirektor. Das werden die er war nicht ganz lange, er war 10 Jahre Volkstheaterdirektor, ja. Aber er war 40 Jahre an diesem Haus. Er hat als Bühnenbildner begonnen. Das war der Anlass, überhaupt das Buch zu machen, weil ich sehr viele Skizzen und Entwürfe zu Hause in der elterlichen Wohnung gefunden habe und die ganz toll waren. Er hat studiert noch bei Alfred Roller, wem das was sagt. Das war der große Bühnenbildner, der mit Gustav Mahler gemeinsam die revolutionäre Umgestaltung der Hofoper, also der jetzigen Staatsoper, durchgeführt hat und bei Oskar Strnad. Also bei ganz großen Namen hat mein Vater noch persönlich studiert. Und habe ich diese ganze Backen von Zeichnungen noch aus der Frühzeit und habe die gefunden und die fand ich also grafisch und zeichnerisch so schön, nur als Theaterfotos hätte ich vielleicht kein Buch gemacht und da habe ich das Buch dann gemacht, wo das eben alles Aufnahme gefunden hat. Ja, das sind sehr schöne Zeichnungen, also so Skizzen zu Hamlet drinnen und so in dem Buch. Aber auch deine Mutter war eine sehr starke Frau, die habe ich sehr geschätzt, die habe ich das Glück gehabt zu kennen. Die Hilda Socher, eine ganz interessante Frau, aus meiner Perspektive sehr interessant, weil sie immer so in den Nestroys die Dienstbotinnen gespielt hat oder sozusagen die Kolumbinen in der Tradition der Commedia dell'arte. Aber sie war Doktorin der Theaterwissenschaft, sie war unfassbar gescheit und eine unglaublich starke Frau. Und das war für mich sehr, sehr widersprüchlich, also weil sie zu den Rollen, die sie gespielt hat, eigentlich persönlich nicht wirklich gepasst hat. Aber sie hat diesen Spruch drauf gehabt, dem ganz genau den richtigen Nestroy-Ton. Wo auch der Gustav Manke gesagt hat, den Schauspielerinnen und Schauspielern, bitte redet jetzt nicht Dialekt, versucht so Hochdeutsch zu reden wie möglich, weil Österreichisch reden wir eh schon genug. Und da war deine Mutter eine,
ein hervorragendes Beispiel für diese Nestroy-Tradition, die eigentlich dein Vater mit diesen Nestroyanern da geschaffen hat eigentlich. Ich glaube, der Herr Interviewer hat sich da ordentlich vorbereitet, weil alles, was er sagt, stimmt. Es ist nur dieses Zitat heißt nicht, wir sind eh österreichisch genug, wir sind eh wienerisch genug. Sprecht's Hochdeutsch, Kinder, wir sind eh wienerisch genug. Und da war, wir reden jetzt von den 60er, 70er Jahren, da gab es eben am Volkstheater ein sogenanntes Nestroy-Ensemble, 6, 7 Schauspieler, ein fixes Team, die über Jahre und Jahrzehnte jedes Jahr einen Nestroy gemacht haben. Sehr viele Unbekannte, also nicht nur Jux und Talisman, sondern Ausgrabungen, die manchmal seit ihrer Premiere nicht mehr gespielt worden waren. Und da hat meine Mutter dazu gehört, da hat die Dolores Schmiedinger, die noch lebt, die letzte, glaube ich, die noch lebt, dazu gehört. Da hat dazu gehört der Rudolf Strobel, werden Sie vielleicht nicht mehr kennen, die Brigitte Svoboda und der Walter Langer und als Galionsfigur der Heinz Betters, der der Einzige war, der der Versuchung nicht erlegen ist, von Volkstheater an ein anderes Theater, zum Beispiel das Burgtheater, zu wechseln. Der Herbert Probst hat auch noch dazu gehört. Weil da war die Verlockung, wenn man da ein Angebot bekommen hat, auch finanziell so hoch, dass dem niemand widerstehen konnte, außer dem Betters. Der ist ja auch erst vor ein paar Jahren gestorben. Und der war ein Nestroy-Protagonist seinesgleichen, wirklich. Und die haben sich getroffen auf der ersten Probe und haben dann oft nur 4 Wochen oder ein bisschen mehr geprobt, weil sich die schon so gut kannten, dass da nicht viel, da war nicht viel, Du sag mal. Nein, ich bin ja mittendrin. Aber du hängst. Ich hänge, aber es ist eine spannende Pause. Ja. Also es war jetzt nicht, dass man etwas erarbeiten oder erzwingen oder erfinden musste, sondern die waren ein eingespieltes Team, wie ein Streichquartett, die sich so auch gut kennen. Und wenn man sagt, jetzt spielt das C-Moll-Quartett da von Beethoven, weiß gar nicht, ob es sonst gibt in C-Moll, aber es ist wurscht, dann hat das funktioniert. Einiges davon gibt es auf Video, zu Ebener Erde und Erster Stock, das ist das Stück mit zweigeteilter Bühne. Oben wohnen die Reichen und unten die Armen und durch ein Die Launen des Glücks, heißt auch der Untertitel, durch einen Terno, also durch einen Lottogewinn, dreht sich das um. Die Reichen haben ihr Geld verloren und müssen runterziehen und die Armen haben im Lotto gewonnen und müssen raufziehen. Und dazwischen gibt es Liebesgeschichten. Das war 1968 die Aufführung, die habe ich oft gesehen, weil ich Schule geschwänzt habe und stattdessen auf den Proben war. Und der Vater hat sich dann immer so geraucht, so wie Virginia, die gibt es gar nicht mehr, diese Fiaker-Zigarren. Ja. Er ist auch daran gestorben, dann, weil er hat 3 Schachteln am Tag geraucht. Na gut. Und da war ich immer auf der Probe und der Vater hat sich umgedreht und hat gedacht, halber Öfe, wieso ist das Kind nicht in der Schule? Hat aber nichts gesagt. Und hat mich dort wirklich immer zuschauen lassen, tagelang und es ist also unvergesslich für mich da zuzuschauen und auch die Entstehung einer Inszenierung und einer Aufführung und auch Sachen zu sehen, die vielleicht nicht funktioniert haben oder auch Schauspielerstars kennenzulernen. Der Qualtinger hat zum Beispiel dort auch oft Nestor gespielt, den Talisman, Sie werden jetzt sagen, was? Den, wie heißt der? Den Titus Feuerfuchs. Titus Feuerfuchs, gespielt, ja. Der wurde immer so von Lieblingsschwiegersöhnen gespielt. Ne? Peter Weck und Helmut Lohner und also so die Feschaks und die Sprengginkern. Und der Qualtinger war ja doch eine mächtige Figur und hat das als gefährlichen, aggressiven Proleten gespielt. Paulus. Ich bin ja noch nicht fertig. Und, ich komme nicht zu Wort. Und, na, dieses zweigeteilte Stück. Das gibt es eben, das gibt es auf DVD, das können Sie sich anschauen, wie wenn es heute wäre. Weil ja immer die Frage ist, was ist der richtige und der passende Nestroy-Stil? Diese Frage gab es damals schon. Da haben alle Wiener Theater, Burgtheater, Josefstadt, Volkstheater, haben immer jedes Jahr einen Nestroy gespielt. Am Burgtheater war das so eine Haupt- und Staatsaktion, ja, mit großem Bühnenbild und mit dem grauenvollen Josef Meinrad in der Hauptrolle und der noch grauenvolleren Inge Conradi als seine Partnerin, die immer so gespielt hat und so lustig. Das hat mein Vater genannt, das Finger-im-Popo-Theater. Ja? Das ist so lustig und das so.
und immer liebreizen und immer dem Publikum am Schoß sitzen und beliebt und so, grauenvoll. Und dann gab es die Aufführung an der Josefstadt, da waren das so mit Rüscheln und so, so wie so, alles so wie Torten aufgeputzte, mit der entsetzlichen Elfriede Ott, entsetzliche Schauspielerin, die war dort meistens, nichts lachen, sondern das war entsetzlich. Und dem gegenüber stand schon seit einigen Jahrzehnten oder 25 Jahren eben die Aufführung am Volkstheater, die erstens immer im Original gespielt wurden. Josefstadt hat immer Bearbeitungen gemacht von dem Hans Weigel, berühmter, das ist der, der die Watschen gekriegt hat gegenüber vom Volkstheater von der Käthe Dorsch. Ja? Die kennen Sie ja, die Geschichte. Da hat er mal über sie, weil sein Literaturpapst war der, ja, war übrigens der Mann von der Elfriede Ott. Ja? Und da hat sie immer Watschen runtergehauen, sie war am Burgtheater engagiert, weil er schlecht über sie, also vernichtend. Er war Theaterkritiker. Er war Theaterkritiker auch, er war schon eine Instanz, er war vor allem ein Freund meines Vaters. Hat dann, glaube ich, sogar bei seinem Begräbnis die Rede gehalten, hat aber immer diese Nestro-Stücke bearbeitet, die ja aber toll sind und auch sprachlich und so, und hat da immer herumgeschustert und zusätzliche Couplets und lauter so Blödheiten, ja. Und auf jeden Fall hat der, dann kam es zu einem Prozess, das war in den 50er Jahren, wo die Käthe Dorsch, eine vornehme Dame, gell, dem er Watschen abgekaut hat, gegenüber vom Volkstheater vor dem Café Raimund. Dann kam es zum Prozess, in deren Verlauf auch Zeugen aufgerufen wurden, und ich glaube, der Raul Aslan hat für den Weigel die Todesstrafe gefordert. Und dann musste er aussagen, also vor Gericht, und wurde gefragt, seinen Namen und so. Und dann hat er gesagt, ich bin also der beste Schauspieler deutscher Zunge. Und dann haben die Kollegen nachher gesagt, naja, ist das nicht ein bisschen übertrieben, der beste Schauspieler deutscher Zunge? Was sollte ich machen? Ich stand doch unter Eid. Paulus. Bitte. Darf ich jetzt wieder? Ja, jetzt haben wir schon alle vernichtet. Achso, und im Volkstheater war der urtümliche, der originale, der proletarische, wenn Sie so wollen, und der aggressive Nestor. Das hat dann mit dem Tod meines Vaters irgendwie aufgehört. Ja. Es ist auch schwierig. Wer wäre denn heutzutage ein Protagonist? Lass mal den Meinrad leben, ich mochte ihn nicht, aber sagen wir mal, das war einer. Der Petters war sicher auch einer. Der Parilla, Karl Parilla, also der Vater von den jetzigen Parillas, war sicher auch einer. Da gab es schon einige. Aber nenn mir heutzutage einen und komm mir jetzt nicht, ja, es gab den Robert Mayer, es gibt ihn auch noch, aber er spielt nicht mehr diese Rollen. Schwierig. Du, wie war deine Mutter als Mutter? Starke Frau? Ja, ja. Musste sie ja. Ich war ja schon als Kind unerträglich. Und bin aus, weiß ich nicht, 5 Schulen ausgeflogen und hatte am Schluss dann Schulverbot in ganz Österreich. Durfte nichts mehr. Ja? Sie lachen, aber für ein Elternpaar, oder für meine Mutter, war das nicht so lustig, dass man zweimal in der Woche zum Direktor vorgeladen wird, weil wieder irgendwas vorgekommen ist. Was ist denn vorgekommen? Ich habe mit Zirkeln geworfen, die dann in den Oberschenkeln der Kollegen stecken geblieben sind und ähnliche Sachen. Und da wurden sie wieder mal vorgeladen zu irgendeinem Direktor, ich glaube in der Kundmanngasse, und der hat gesagt, also wir wissen auch nicht, was los ist. Wenn er nicht da ist, ist die Klasse brav und wunderbar. Und kaum ist er da, sind sie aus dem Häuschen. Er ist ein Dämon, hat der direkt gesagt. Meine Mutter hat auch gesagt zu meinem Vater, gehen wir zu Hause zu unserem Dämon. Ja, ja, zum Dämon. Da, ne? Also das war schon schwierig zu ertragen. In der Maturaschule, wo ich dann war, Roland, gibt es immer noch, war das wunderbar, weil da wurde man ganz normal und vernünftig behandelt und nicht so, die Lehrer sind die Besserwisser und die Kinder sind die Hosenscheißer, sondern da wurde man normal behandelt, da wurde Wissen verkauft, für Geld natürlich, da musste man bezahlen. Und wir gesagt, ja, wenn Sie Ihre Prüfungen nicht machen, dann bleiben Sie noch ein Jahr bei uns, sonst ist das ja wurscht. Und so. Und das hat dann wirklich super toll, hat funktioniert. Der Qualtinger Sohn ist auch überall rausgeflogen, also es war nicht nur so, dass ich das war. Der war übrigens lustig, der Christian, den gibt es ja noch.
Der hat in der ersten Klasse Volksschule, waren also die Kinder, wurden also in die Klasse geführt, haben sich hingesetzt und so weiter. Und dann wurde die Tür geschlossen und dann sollte der Unterricht beginnen. Und der Christian ist aber hinten stehen geblieben. Und da hat die Lehrerin gesagt, na Christian, möchtest du dich nicht auch hinsetzen? Nein, danke, ich gehe gleich wieder. Und da sind wir immer mit der Qualtinger, das war ja damals, war die Mutter vom kleinen Qualtinger ist nicht die Schauspielerin Vera Borek, mit der der Qualtinger dann über Jahre, Jahrzehnte zusammen war, es war eine Journalistin, Leo Mare hieß sie. Und den haben sie auch nicht zum Skikurs mitgenommen und mich auch nicht, also mich haben sie gar nicht mitgenommen, ihn haben sie nach Hause geschickt. Und dann sind unsere Mütter mit uns am Semmering gefahren und hatten eine wunderbare Skiwoche oder Bobwoche, während sie die anderen Trotteln am Skikurs haben abgefretten müssen. Ne? Das war sehr schön. Also ich hatte eine schöne Kindheit und kann mich nicht beklagen. Von meiner Mutter, das darf ich kurz erzählen vielleicht, hat, als sie dann schon eine ältere Dame war, hat den Ausspruch getan, als sie meine jetzige Frau kennengelernt hat und auch draufgekommen ist, weil ich sie erzählt habe, dass meine Frau so gut kocht. Und zwar so Hausmannskoch, also von der Großmutter gelernte Speisen, die man in Lokalen ja gar nicht mehr bekommt. Und da habe ich eben gesagt, dass ich also so begeistert bin von der Frau, aber auch von den Kochkünsten und so, und das wird vielleicht was. Und da hat meine Mutter den bezeichneten Satz gesagt, ja, ja, die weiß schon, wie es die fängt. Ein bisschen mehr lachen, bitte. Ja. Also sie war eine sehr, also ein Vorstadtkind aus Breitensee, ein Vorstadtkind aus einer sehr bürgerlichen, nicht immer angenehmen Familie, sehr kunstfeindlich, also dass die Tochter oder das Enkelkind da zum Theater geht, das war nicht gern gesehen. Und auch deren Mutter hat immer, wenn sie große Rollen auch am Theater gespielt, bei der Premiere hat die nicht kommentiert, wie es war oder wie die gespielt hat, sondern sie hat immer gesagt, naja, wie es die Kostüme, wie es die wieder hergerichtet haben, wie es wieder ausschaut auf der Bühne. Also es war eine völlig, meine Mutter hat es genannt, eine amusische Familie. Mhm. Sehr rechts. Aus Breitensee. Die Lotte Lehner stammte auch aus Breitensee. Da hat sie Atmen auch. Ja. Und du bringst mir jetzt ein Konzept. Entschuldigung. Es ging um die Kostüme. Ja, das war eine sehr rechte Familie. Der Urgroßvater war ein Stadtbaumeister bei Lueger. Und der Urgroßonkel war ein Kitschmaler, die hießen Zatzka. Und waren aber Lueger, waren Dutzfreunde vom Lueger. Wenn Sie heutzutage, ich glaube, in der Hetzendorfer Kirche oder auch in der Lueger Kirche, die jetzt nicht mehr so heißt, am Zentralfriedhof, gibt es große Altarbilder. Und da kniet immer der Lueger in Büßerhemden und anderen, so wie früher die Leute, die Bilder in Auftrag gegeben haben. Und der ist immer auf den Bildern zu sehen. Das ist mein Urgroßonkel, der das gemalt hat. Und der Urgroßvater war ein Baumeister, damals gab es das Wort Architekt in diesem Zusammenhang nicht, und der hat auch sehr viele Häuser in der Breitenseer Straße und in Hetzendorf und Breitenseer Kirche und im Spital am Semmering eine riesen Villa gebaut. Hat eine riesen Kunstsammlung gehabt mit Rembrandt-Zeichnungen und Raphael, dass du dich anscheißt. Wir kennen nur die Liste, weil er hat es dann verkauft in der Wirtschaftskrise und hat dann am nächsten Tag eine Semmel um das Geld gekriegt. Aber die Liste, ein paar Überbleibsel gab es noch. Und jetzt. Paulus, hast du mit deiner Mutter, wie du ein Kind warst, hast du sie gut behandelt oder hast du sie schlecht behandelt? Oder hast du ihre Autorität anerkannt oder hast du das nicht? Oder hast du auch mit Zirkeln geworfen? Oder? Nein. Wie warst du als Sohn? Na, unerträglich, aber nicht als Sohn gegen die Eltern, sondern gegen die Umwelt und da vor allem gegen selbsternannte Autoritäten, was ich heutzutage schon auch nicht hasse. Ja? Und Lehrer sind meistens selbsternannte Autoritäten, die aber keine wirklichen Autoritäten sind, sondern nur qua ihres Berufes die Kinder kamuflieren, ja? Und fertig machen. Mhm. Und das fand ich nicht gut. Die Autorität in unserer Familie war der Vater. Das war eine Zeit, wo das Patriarchat doch noch am Ruder war und das war schon zu, da war sie die Verständigere, aber das ist wahrscheinlich in vielen Familien so. Jetzt ein neues Thema, das ist schon fad. Ich habe einmal mit meiner Mutter Theater gespielt, das war interessant. Da gab es diesen Philosophen Otto Weininger, ja,
der... Was ist jetzt? Das neue Thema. Nein, ich muss ja das noch fertig erzählen. Und da hat sie meine Mutter gespielt, im Stück die Mutter vom Weininger, also mit, ich habe es auch inszeniert, und da hat die eigene Mutter die Mutter gespielt. Das war noch interessant, weil man natürlich die Intimität und dass man sich so lange kennt, einen ganz anderen Umgang auf der Bühne miteinander hat, als Leute glauben, wie Kinder und Eltern zu sein haben und dass man sich immer anlächelt und zärtlich und so. Meine Mutter hat mir den ganzen Abend in dieser Aufführung nicht ein einziges Mal angeschaut. Weil eine Mutter schaut ihr Kind nicht dauernd an, weil sie weiß ja, wie es ausschaut. Ja? Und nur am Theater ist man immer so und so. Es war ganz interessant und hat mich auch sehr brutal auf der Bühne behandelt und so. War aber eine tolle Zusammenarbeit. Das war eine gute Aufführung. Aber unvergesslich, wie du noch deine einmal, Mutter zum Nestfreigeburt geführt hast. Das war eine gute Aufführung. Es war eine gute Aufführung. Nicht diese Sachen nicht so wegsprechen. Ja, aber es läuft schon die Musik im Hintergrund. Ich wollte auch noch sagen, wie nett du deine Mutter zum Nest geführt hast. Mach mal die Musik aus, macht dann ja narrisch. Ich glaube, dass aber ich weißt dein, du, was das ist? Was ist das? Das ist ein Lied von Alma Mahler. Hey. Ich bin ja kein Trottel. Beim Ö1-Quiz hättest du jetzt einen Punkt. Hier richtet der Sohn einen Revolver auf die Schläfe der Mutter. Das machen wir jetzt ein bisschen lauter. Ich habe ein Lied von der Alma Mahler, Alma Schindler. Aber wie sie das komponiert hat, war sie schon Alma Mahler. Nein, das ist falsch. 1910. 1910 hat sie es nicht komponiert. Sie hat ihre Lieder als junge Frau, fast als Mädchen komponiert. Hat den Mahler erst 1901 kennengelernt und der als erste Tat noch vor der Hochzeit ihr einen langen Brief geschrieben hat, wo er ihr das Komponieren verboten hat. Das war ihr Lebensinhalt. Alma Mahler, diese berühmte Künstlermuse, die dann mit ganz vielen Berühmtheiten noch verbandelt oder liiert oder auch nur befreundet war. Und die war eine aspirierende Komponistin, also ganz, ganz toll. Und es haben 10 oder 11 Lieder überlebt, bis dieser Mahler, der ein ziemlicher Despot war, gekommen ist und hat gesagt, in unserer Familie, in unserer Ehe, kann es nur einen Komponisten geben, mich, und du wirst Hausfrau sein und Mutter. Und hat ihr das in einem langen Brief verboten und sie hat eingewilligt. Sie war aber eine pfiffige Frau, sie hätte auch Nein sagen können und sagen, geh scheißen und hau mich gern. Hat sie aber nicht. Aber Paulus, was mich jetzt interessiert, du hast eine starke Mutter, eine starke Frau als Mutter, du hast auch eine starke Schwester, die Kathi. Aber und jetzt beschäftigst du dich seit ungefähr 30 Jahren. Falsch. Schlecht 28, falsch. Ich kann nicht rechnen. Es sind exakt 25. Na bitte, war es wirklich? Das war doch 95 die Premiere von Alma. 96, Jesus Maria erst. Also jedenfalls beschäftigst du dich seit vielen, vielen, vielen Jahren mit der Alma Mahler, die eine gottbegnadete Antisemitin war und eine starke Frau auch, absolut. Da, und habe ein Buch über sie herausgegeben. Ja, das auch noch. Also das ist doch eigenartig, oder? Kann man das kaufen? Hast du da Bücher mitgebracht? Ja. Das habe ich noch nicht. Naja, aber jedenfalls... 20 Euro, gib her. Da hat sich in 25 Jahren hat sich sehr viel Material angesammelt, fotografisches, was viel unveröffentlichte Bilder, die so interessant sind, weil die hat wirklich Gott und die Welt gekannt. Also nicht nur den Herrn Mahler und dann auch den Herrn Kokoschka, sondern ja, den Herrn Gropius und den Herrn Werfel und noch 35 andere Nobelpreisträger, Hauptmann und Stravinsky und Kandinsky. Ja, eine Name-Dropperin. Also nein! Was für ein Blödsinn! Eine Name-Dropperin war sie. Erstens einmal nennt man das nicht Name-Dropperin, sondern Boxenluder. Und sie hat diese Berühmtheiten, wenn ich jetzt den Namen Gropius sage oder Kokoschka, das sind ja wirklich, der Werfel ist ein bisschen verloren gegangen, der ist nicht mehr die Größe, die er zu Lebzeiten noch war. Aber sie hat diese Männer erwählt, kann man sagen, als diese Männer noch keine Berühmtheiten waren. Also man kann nicht sagen, sie ist jetzt mit den VIPs in die Kiste gehüpft, was ja auch nichts machen würde. Der Mahler. Nein, du redest Stuss. Der Mahler war eine Berühmtheit als Dirigent und Operndirektor,
aber nicht als Komponist, der wir ihn jetzt kennen, als Galionsfigur der Musik des 20. Jahrhunderts. Da war er verspottet, verachtet und unterschätzt. Ja. Das kam erst mit den 60er Jahren mit dem Leonard Bernstein. Der Gropius, als sie ihn als Liebhaber erwählt hat, 1910, war vom Bauhaus aber nicht einmal die Rede. Der Kokoschka war ein wilder, junger, auch missachteter Künstler, aber nicht mit dieser Weltgeltung. Also das stimmt nicht, dass er sich die herausgepickt hat und gesagt hat, jetzt haue ich mich auf den drauf, weil ich dadurch vielleicht ein besseres Relief bekomme. Das ist ungerecht. Aber Paulus, wie bist du auf... Wenn ich etwas nicht dulde, dann Ungerechtigkeit gegen Frauen. Schön gesagt, Paulus. Da wäre ein Applaus gewesen. Ja, ja, aber ein ungläubiger Applaus. Du, Paulus, aber wie hast du dann die Alma erwählt? Wie bist du auf die Alma gekommen und warum bleibst du picken? Wie viele Jahre? 28, 25? Ich habe es gerade gesagt, 25. Ja, ich und Zahlen. Also 25 Jahre, wieso bleibst du 25 Jahre bei einer Frau picken, einer starken Frau, wo du selber eine starke Mutter hast? Für mich ist das alles sehr spannend, ich bin kein Psychologe. Ich verlasse meine Ehefrau auch nicht alle 2 Jahre, weil man fad ist. Ich bin ja auch ein konservativer aber, Mensch, ja, aber kann als, man sagen. Aber als Theaterimpresario. Die Alma ist eine Erfindung von Klaus Bachler, der Mitte der 90er Jahre Festwochenintendant war, später war er Burgtheaterdirektor und dann Operndirektor in München, sehr erfolgreich. Und für den hatten wir, also ich rede wir, weil es ist gehört der israelische Autor Joshua Sobol, der auch das Stück über den Weininger geschrieben hat, dazu. Für den hatten wir ein Projekt gemacht 1995 über Hans Frank, das war der Generalgouverneur Polens in der Hitlerzeit, ja. Und das hat gut funktioniert und dann kam der Bachler und hat gesagt, macht's doch nächstes Jahr wieder ein gemeinsames Projekt. Egal was, ihr könnt es aussuchen, ich mische mich nicht ein, aber ihr zwei. Und das war der Startschuss, weil ich gesagt habe zum Sobol, zum Autor, du, ich trage mich oder ich hege seit Jahren den Wunsch, ein Gleichzeitigkeitsstück zu machen. Also nicht auf einer Bühne und die Leute sitzen unten im Finstern und dürfen sich nicht bewegen, sondern ein Stück, das an verschiedenen Orten simultan stattfindet und die Leute durchwandern es. Da oben eine Szene, hier eine Szene, im Foyer eine Szene, auf der Straße eine Szene. Bis zu 5 Sachen gleichzeitig und sie müssen sich entscheiden, gehe ich damit oder damit oder damit. Wenn sie eine Szene sich anschauen, versäumen sie 4 andere. Kommen vielleicht wieder. Und dann haben wir, also es war das Simultandrama, vom Sobol Polydrama genannt, stand vor dem Thema Alma Mahler, weil wir gesagt haben, das ist das Konstrukt, die Dramaturgie des Abends. Jetzt brauchen wir eine Figur, weil es relativ schnell klar war, dass man eine zentrale Figur braucht, um die herum sich das ganze Geschehen aufbäumt. Und da haben wir herumgesucht, das waren komischerweise, es waren ausschließlich Frauen, die Lou Andrea Salome war mal zur Diskussion, die Peggy Guggenheim. Und dann, was ich oder was die Dramaturgin, fiel der Name Alma Mahler-Werfel. Und da hatten wir bei dem Sobol das Glück, dass der sich in Israel schon einige Jahre mit dem Gedanken getragen hat, ein Stück über den Juden Gustav Mahler zu schreiben. Er wusste aber, er hat es quasi in seinem Kopf schon fertig entworfen gehabt, er wusste aber nicht, wie man das aufbaut, worauf man das Hauptaugenmerk legt und wie das entsteht. Und als wir den Namen Alma dann genannt haben, bumm, ist bei ihm eine Tüte der Pandora, nein, eine Tüte, wie heißt das? Box. Box, eine Kiste, Kiste, oder was? Büchse, 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 ein Büchse. Punkt ins Publikum. Büchse der Pandora, ein Stück von? Ja. Wedekind. Herst, ich mache eine Publikumsbefragung. Also die Büchse ist aufgeplatzt, weil der die ganzen Fakten, zumindest der Zeit, die sie mit dem Maler, diese 10 Jahre verlebt hat, komplett wusste und schon vorbereitet war. Es war sehr schnell. Der Bachler, kann mich erinnern, hat im November das Okay gegeben und zum Projekt. Da war kein Stück und noch nichts da. Und im Mai war dann die Uraufführung. Im Sanatorium Burgersdorf, in diesem wunderschönen Josef-Hoffmann-Bau, der damals verlassen und verwaist war, und der hat uns Unterschlupf gewährt. Und da haben wir halt so vor uns hingeprobt. Wird's was, wird's nichts, ist auch nichts, verhakt. Ja. Und dann, kann ich erinnern, noch bei der Generalprobe war das ein so gigantischer Erfolg, also bei der Generalprobe, wo Freunde und Kollegen und ein paar Kritiker und so drin sind,
ist das Haus also explodiert. Da haben wir gedacht, was ist denn da, was ist denn jetzt los? Was ist uns denn da gelungen? Und das war also innerhalb von Stunden ausverkauft. Dann haben wir noch Aufführungen dazu. Die Pasterk, Ursula Pasterk, ehemalige Kulturstadträtin, unheimliche Proletin. Das Beste, was sie geleistet hat, als sie Mitarbeiterin, Sekretärin, glaube ich, vom Zilk war, sie hat mitgeholfen, den Peimann nach Wien ans Burgtheater zu bringen. Auf jeden Fall, aus der Premiere von Alma ist sie nach 15 Minuten rausgegangen mit den Worten: Ihr rennt doch keine Schauspieler noch. Ursula Pasterk, ja. Also wenn die Sozialisten, ich habe nichts gegen Sozialisten per se, aber wenn die Kulturpolitiker stellen, ist der Ofen aus. Ja? Meilert Bocconi, Volltrottel vor dem Herrn, und die jetzige Tante, ahnungslos, ist ja auch nicht viel besser. Das sind die Konservativen besser. Der Marbo, wenn Sie sich erinnern, ja. ÖVPler, der Jörg Maute natürlich, und nach dem Krieg gab es einen Kommunisten, der hieß... Sehr gut! Viktor Matejka, Sie kriegen ein Buch umsonst. Viktor Matejka, ein guter Freund vom Koppischka, genau. Und ich rede doch keine Schauspieler noch. Sehr, 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 sehr nobel. Und dann haben wir das Stück dort in Burgersdorf 6 Jahre gespielt, ausverkauft. Weiß ich nicht, 300 ausverkaufte, nein, weniger, 200 ausverkaufte Vorstellungen. Und dann wurde das Haus verkauft an die BUWOG. An die BUWOG. Und die haben jetzt, das gibt es jetzt noch, gibt es ein Altenheim. Das ist ein Wahnsinn, ist eine Ikone der modernen Architektur. Wurde komplett renoviert und auch Möbeln wurden von Koloman Moser und Hoffmann und so wurden wieder herangeschafft. Also ist ein Schmuckkästchen. Ja? Das haben die alten Leute gar nicht verdient. Die sind die da im Delirium herumtaumeln, im Speisesaal. Vielleicht landest du mal dort. Ja? Was? Vielleicht landest du mal dort. Das wäre doch ein gutes Altersheim für dich. Ich habe mir schon ein Apartment gesichert. Und dann war die Überlegung, jetzt haben wir das 6 Jahre gemacht, das ist ja für eine Theateraufführung eh relativ lang. Was machen wir jetzt? Weil in Wien gibt es diesen Spielort nicht mehr, der so kostbar war, weil die Alma, der Maler, der Gustav Klimt, die waren dort gewesen. Der Kokoschka, die hatten die Handgriffe, die Türgriffe der Personen, die im Stück vorkamen, hatten die Echten dort in der Hand. Also du warst in dem Speisesaal, wo die Alma gefrühstückt hatte und so. Das war schon faszinierend. Genius Loci, wenn Sie wollen, können Sie aufschreiben. Genius Loci, das ist der Zauber des Schauplatzes. Und da habe ich mir gedacht, naja, wir könnten ja auf Reisen gehen. Was natürlich mit so einer großen Produktion heikel ist und auch finanziell riskant. Und da haben wir gedacht, machen wir Wien, Venedig, New York. So wie ein guter Herrn Schneider, der hat ja auch Wien, Karlsbad, New York. Machen wir die drei Schauplätze und dann war der erste nach Wien, war dann Venedig. Und es gibt hässlichere Arbeitsorte als Venedig, ich sage es Ihnen, wie es ist. Ja? Und da haben wir einen alten Venedig, wo finden Sie einen leeren Palazzo, möglichst mit Garten, den man 4 Monate bespielen kann. Wir haben ihn aber gefunden, noch dazu umsonst, auf der Akademia-Seite drüben, ein armenischer Palazzo noch dazu, weil wer ist der Nationalheld, der Literarische, der Armenier? Der Franz Werfel mit den 40. Du sollst nicht eine sagen, meine die Leute vor. Ich mache kein Publikum. Immer fix noch einmal. Also, und da haben wir gespielt, das war schon toll. Und da haben wir die Kanäle auch mit einbezogen und sind mit Booten. Und da kommt auch eine große Szene zur Pause. Zu diesem Stück gehört ein Abendessen. Gell? In der Pause ist ein dreigängiges Diner, weil vor der Pause stirbt Gustav Mahler. 1911 ist er gestorben, ist nicht so alt geworden. Die Leute, die sie nicht mögen, behaupten, sie hat ihn in den Tod getrieben. Möglich, aber man weiß, naja, wer kann über die Biografie anderer Leute urteilen? Das ist ja hoffnungslos, weil die Leute auch immer fragen, das Geheimnis Alma, können Sie es lüften? Keine Ahnung, ich kann es nicht beantworten, ich kann es nur zur Diskussion stellen. Und dieses Begräbnis wird gezeigt, interaktiv. Also da wird ein Zar gebracht, da gibt es den wunderbaren Trauermarsch aus der 5. Symphonie, also ein gewaltiges Ereignis ist dieses Begräbnis, wo dann als Leichenschmaus quasi das Essen kommt. Und dieses Begräbnis war in Venedig auf einer Gondel. Da sind wir also vor dem Palazzo getreten, dann kam aus der Ferne mit 2 Gondolieren kam diese Gondel. Die Lautsprecher waren auf der anderen Seite von dem Kanal. Da ist das halb Venedig, hat also wieder Gehalt von dem Maler.
von der Malermusik. Und dann hat die Gondel, dann wurde von 4 Sargträgern wurde der Sarg aufgeladen und ist dann weggefahren zur Begräbnisinsel. Sehr gut. Du hast gesagt, dein Publikum ist so dumm. Die sind nicht so dumm, das stimmt ja nicht. Und dann war das Essen, also das war schon gewaltig. Und vor allem sind auf der anderen Seite vom Kanal die Italiener, die dort natürlich wohnen, immer noch, und auch Touristen vorbeigegangen, die wussten ja nicht, dass es ein Theaterstück ist. Die dachten, da wird einer begraben, sind stehen geblieben, angefangen zu beten. Ja, und haben die Komparserie gemacht. Also das war unvergesslich. Und dann habe ich versucht, New York, und es war ein Jahr nach 9/11, und die waren vollkommen verblödet und mit denen waren nationalistisch völlig verblendet und da waren in New York nichts zu machen. Noch dazu in New York ein Gebäude, was 3 Monate leer steht und zu haben ist, finden sie nicht. Es war zu schwierig. Und dann kam ich verzweifelt zu Weihnachten aus New York zurück und habe gesagt, ja, das wird nichts, das schaffen wir nicht. Und New York ist weit, ja, die ganzen Möbel und die Requisiten, alles dort hinüber, war schwierig. Und da hat ein Bekannter gesagt, naja, New York, haben Sie schon mal an Lissabon gedacht? Da habe ich gesagt, nein, ich kenne Lissabon nicht, aber ja. Sagt er, fahren Sie hin, also Sie werden begeistert sein. Ich war begeistert. Und da wir nur an Orten spielen, wo die Alma Mahler Häuser gehabt hat oder eine wichtige Zeit ihres Lebens verbracht hat, Venedig hatte seinen Palazzo, gibt es immer noch, ist ein kleines Hotel, können Sie wohnen, gibt 6 Zimmer, ganz toll. Habe ich mir gedacht, naja, Lissabon war ja die Durchgangsstation der Emigranten von Europa nach Amerika. Für die, also, die es geschafft haben. Naja, wenn man mal in Lissabon war, hatte man es geschafft. Das Problem war durch Frankreich, durch Spanien, was ja auch faschistisch beherrscht, weil es war auch Portugal faschistisch beherrscht. Wenn man dann einmal auf der Überfahrt war, was sie ja dann mit dem Werfel, mit dem Heinrich Mann, mit dem Bruder und so weiter gemacht hat, Bolger war, glaube ich, auch dabei. Also haben wir es in Lissabon gemacht, ein Traum, in einem alten Kloster. Es sind verschiedene Gebäude mit verschiedener Charakteristikum, wo wir das spielen. In den Mönchszellen, da war unser Festsaal, eine Kirche, da hatten wir eine ganze riesige Kirche mit Orgel zu unserer Verfügung. Also das war toll. Und dann habe ich gesagt, naja, chronologisch gesehen müsste nach Lissabon nicht New York kommen, sondern Los Angeles. Weil von Lissabon sind sie kurz nach New York, aber dann weiter an die Westküste. Und das war schwierig. Weil erstens ist Los Angeles nicht St. Pölten. Da können sie nicht gehen und was plakatieren oder irgendwie. Das ist ja, Los Angeles ist so groß wie von Wien nach St. Pölten. Ja, schon, von der Ausdehnung her. Und außerdem in Los Angeles interessiert sich kein Hund für Theater, sondern nur für Fernsehen, für Film, für Bodybuilding, für künstliche Brüste und Lippen, was weiß ich. Und das war schwierig. Aber eine Herausforderung. Und dann sind wir weit wund wieder zurückgekommen, haben dann in Petronell gespielt, haben in Berlin gespielt, haben in Prag gespielt, haben in Jerusalem gespielt. Na, servus. Jerusalem, ja. Die lieben, sympathischen Juden. Jetzt geht's los, jetzt kriegst du wieder Facebook-Eintragungen. Naja, bist sicher. Du deppert. Die weil ich gesagt habe, wenn ich in Israel spiele, will ich in Jerusalem spielen, nicht in Tel Aviv. Tel Aviv ist wie Düsseldorf oder New York, das ist nicht so interessant. Ich spiele nicht in Städten, die jünger sind als 2500 Jahren. Ja? Und dann haben wir in Jerusalem in einem alten Gefängnis gespielt. Und da fingen die Probleme an, weil das Gefängnis ist jetzt das Museum für die Untergrundkämpfer. Da haben die israelischen, damals noch nicht israelischen, die jüdischen Untergrundorganisationen, Lehi hießen die und was weiß ich, haben gegen die britischen Besatzer gekämpft, haben Bahnstationen und Hotels in die Luft geflogen. Also waren Terroristen, es waren Stadtguerilla. Und die haben ein Museum bekommen, wo das alles zu sehen ist. Und das untersteht dem Innenministerium, dem israelischen. Und da stehen an jedem Eingang 2 mit einer MG. Und MP heißt das? Nein, MG, wie heißt das? MG ist das Auto aus China mittlerweile. Und wenn du nicht den Pass herzeigst, jeden Tag schießen sie über den Haufen. Also das sind ja Ultra. Und die ganze Stadt ist von Ultras, von jüdischen Ultras belebt und
besetzt, möchte ich sagen. Weil was wir dort gelernt haben, ist, dass Israel nicht durch Palästinenser und Juden geteilt ist, sondern durch Juden und Juden, nämlich die säkularen Vernünftigen und die Extremisten, die Michiganen. Und die auch gedroht haben, sie stürmen unser Theater und hauen alles in Ding und du musst dort koscher kochen. Und es mussten, das Stück musste entschärft werden. Gewisse Ausdrücke haben die befohlen. Zuerst haben sie nicht gesagt, was für Ausdrücke. Sie haben gesagt, nein, es ist zu explizit, zu pornografisch. Und haben gesagt, der Joshua Sobol, der ja dort lebt, soll das entschärfen. Und hat der Sobol gesagt, ja, ich weiß nicht, was sie müssen uns sagen, was sie stört, weil ich finde nicht, dass mein Stück pornografisch ist, sondern also dann sind sie damit herausgerückt. Also man durfte zum Beispiel Samen, durfte man nicht sagen, Semen oder Kamm, sondern es musste dann heißen Cream, also Schlagobers. Oder Nippel durfte man nicht sagen, sondern es musste dann heißen Rosebud. Habt ihr auf Englisch gespielt dort? Auf Englisch und auf Hebräisch. Wir hatten eine Kooperation mit einem Theater dort und hatten sieben israelische Schauspieler, die noch dazu hervorragend Englisch sprechen. Durch diese Metaphorik aber, dass man normale oder auch Fuck you oder so, das dürfte alles nicht vorkommen, durch diese Metaphorisierung des Stückes wurde das natürlich viel augenfälliger und viel auffälliger, als es mit normalem Text gewesen wäre. Außerdem stand dann in der Zeitung, so groß, wie wenn dort stehende bei uns Elfriede Jelinek zensiert, stand dort Joshua Sobol zensiert. Am nächsten Tag waren wir ausverkauft. Also was soll ich sagen? Ja? Auch Bilder von Kokoschka, wo unbekleidete Frauen oder unbekleidete Alma drauf ist, durften nicht aufgehängt werden. Da gibt es eine Puppe am Ende der Geschichte, der Kokoschka, der seine berühmte Geschichte, als sie ihn verlassen hat, sie hat ihn verlassen kurz vor dem Ersten Weltkrieg, hat er sich als Ersatz einen Fetisch, eine Puppe machen lassen, eine lebensgroße Puppe mit allen Details, mit allen, aber wirklich, ja, also so da, wirklich, mit der er dann zusammengelebt hat. Die kommt im Stück vor, ganz am Schluss, durfte nicht genommen werden, durfte nicht verwendet werden. Paulus, ich will fragen, gibt es noch eine andere Figur außer der Maler, die dich irgendwie fasziniert, weil du bist ein totaler Experte, was die Alma Mahler betrifft, nach den 25 Jahren, hast ein Buch über sie geschrieben. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn du so erzählst, das sind, warum gerade bist du mit einer Figur, also wo es ein lebendes Vorbild gibt, sozusagen, so lange künstlerisch verwoben. Was macht das mit dir als Regisseur, was macht das mit dir als Schauspieler? Du spielst den Kokoschka 25 Jahre lang. Das Alter. Ich war damals 29, ich bin jetzt 64. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, du alterst mit der Rolle. In Würde. Ja. Und du spielst, du spielst natürlich. Komm auf den Punkt, was ist die Frage? Die Frage ist, gibt das, kannst du dir vorstellen, mal die Alma zu lassen und etwas zu machen mit einem anderen Thema, mit einer anderen Figur? Ja. Gibt es jemanden, ja, der dich interessiert, ja, außerhalb der Alma? Ja, meine Mutter. Das ist das. Das war eine Beute. Das ist. Ja, Sass Maria, die Knochenmolle schon. Ja, aber das ist, nein, das ist gar nicht so unernsthaft, ja. Was. Ja, deine Mutter. Das war's, das war die Antwort. Ende, da gibt's nichts mehr drüber. Das ist aus. Also, deinen Vater, du hast ein Buch gewidmet. Der jetzt Alma Mahler. Jetzt haben wir die Alma 25 Jahre, weil sie immer sagen, ja, fällt da nichts anderes ein, machst immer dasselbe und so. Besser, ich mache was ich kann und was Erfolg hat. Und mach nicht jedes zweite Jahr was anderes, was dann keinen Erfolg hat. Ich kenne so viele Schauspielkollegen und auch Regisseure, die unterbrochen Sachen machen, von denen sie nichts verstehen und den niemand sehen will. Dann mache ich doch lieber das, bis ich tot umfalle. Außerdem lebe ich davon. Ich habe Häuser in Kitzbühel, in Pariser Apartment, auf den Bahamas. Ich bin stinkreich geworden, verstehst du? Ja, das verstehe ich. Ja, das ist ganz sicher. Glaubst du jetzt sonst so eine schöne junge Frau? Du, Paulus, ich wollte noch ein anderes Thema mit dir besprechen. Bitte. Apropos Zensur, das ist auch nicht schlecht. Gib her. Da gibt es einen Arschloch-Verlag, der heißt Amalthea-Verlag. Amalthea. Nichts mehr dort kaufen. Die haben schon dieses Vaterbuch
gemacht, verlegt kann man nicht sagen, weil Sie müssen, wenn Sie in Österreich ein Buch machen, es komplett finanzieren. Sie müssen es umsonst schreiben, Sie müssen die Bildrechte kaufen, die Textrechte kaufen, den Grafiker zahlen, alles und dann dem Verlag hinlegen und dann huldvoll um sehr viel Geld sagt er, gut, er macht den Vertrieb. Der Vertrieb heißt, er ruft an bei der Auslieferung, jetzt kommen die Bücher und die werden an die Buchhändler ausgeliefert. Mehr machen die nicht. Zuerst wollten sie 75% von den Einnahmen haben, 75%. Jetzt habe ich sie dann runtergehandelt auf 50, was immer noch zu viel ist. Aber nicht nur das, sie haben da ins Buch eingegriffen, israelisch ins Buch eingegriffen, weil da stand, was die Alma für sexuelle Vorlieben und Gewohnheiten gehabt hat, und da stand das Wort Schwanzlutschen. Ja, wer nicht weiß, was ich meine. Stand drin, haben sie gesagt, nein, in einem Amadea-Buch steht Schwanzlutschen nicht drinnen. Musst du dich durch das Synonym Fellatio ersetzen. Soweit die Chefin, ein unheimlicher Trampel, heißt Lutetzka, eine Polin noch dazu, eine Polin. Ja? Ich kenne Polen nur als Haushaltshilfen, aber nicht als Verlagsleiterinnen. Also gut, bitte sehr. Also. Kriegskrüppel durfte auch nicht. Sein Originalwort von der Alma durfte nicht vorkommen, Kriegskrüppel. Weil sie hat davon geträumt, die Alma, dass ihr Mann, der Werfel, sexuelle Verkehr mit Kriegskrüppeln hat und sie schaut zu. Und sagt dann nicht, ich war so erregt, dass ich Hand an mich legen musste. Also ist alles in dem Buch. Ein ideales Weihnachtsgeschenk. Ja, für nächstes Jahr dann. Ja, es ist schwer, den Paulus von der Alma wegzukriegen. Also es ist voll mit Schweinerei. Wen das interessiert, voll mit Schweinerei. Ja? Ja. Auch dem Gropius, der ein Liebeserwecker bei ihr war, hat sie unheimliche Träume, was sie mit ihm alles anstellen. Also Paulus, ich möchte dich jetzt... Jetzt, wenn es interessant wird, das ist... Der mit seiner Alma. Also jetzt... Aber die Leute interessiert es ja. Nein, ich weiß nicht. Schon wieder. Oh, bitte. Die wollen doch Sauereien. Oder am Theater interessiert mich zum Beispiel wahnsinnig, wer, mit wem, warum, wo, wie lange noch diese Tratschgeschichten. Das ist eine Leidenschaft. Ja. Und ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, aber er will nicht. Ich will nicht. Nein, ich will schon. Aber, Paulus. Ich möchte dich so ganz sanft oder bestimmt von dem Alma-Thema weglocken, was du ja selber nicht willst. Aber ich möchte dich jetzt noch... Wir werden heuer im Sommer übrigens ganz speziell im Südbahnhotel spielen. Das ist am Semmering. Dieser alte... Falsch, nicht vorlaut sein. Erstens, wenn Sie jetzt noch zu mir kommen mit einem 100er, kriegen Sie Kleierkarten. Aber nicht mit Bankomat, sondern Cash. Also schwarz. Ja? Außerdem kommen im August Vorstellungen dazu. Also kommen Sie mal nicht so. Also, Alma Mahler gibt es weiterhin die nächsten 25 Jahre. Aber ich wollte dich jetzt... Denn jedermann gibt es ja auch seit 100 Jahren, das regt sich keiner auf. Oh, ja, Messen Sie sich mit dem Jedermann? Ja, also... Na klar, mit was denn? Mit dem Simpel soll ich mich messen? Oder mit dem Floridsdorfer, wie heißt der? Wie heißt das Theater da drüben? Das Gloria-Theater. Ja, von dem Pichowitz. Ja. Du, Paulus... Der Fünfer. Ich möchte jetzt noch eine Frage stellen, was dich eigentlich nicht so sehr betrifft, wie man sieht, aber... Was mich trotzdem Fragen, die mich nicht betreffen, beantworte ich am liebsten. Ja, eben. Und da verstehe ich wirklich nichts davon. Wir haben nämlich jetzt die sogenannte sehr viel beschriebene Theaterkrise, wo die Menschen sich abgewöhnt haben, ins Theater zu gehen. Und du bist Schauspieler. Ich bin in der Krise ausverkauft. Ja, du bist ausverkauft. Du bist Regisseur, du bist Schauspieler, du bist ausverkauft. Was ist deine Haltung zu den Stimmen, die sagen, die Leute möchten nicht mehr ins Theater gehen, die Theater sind leer, du hast dich fürs Volkstheater beworben, du hast es nicht bekommen, mittlerweile sind es, glaube ich, 248 Abonnenten im Volkstheater. Was passiert mit dem Theater, was passiert mit dem Publikum, was passiert auf der Bühne? Gibt es die Krise, wie ist die Krise zustande gekommen? Gibt es die Krise? Fragezeichen, Pause. Ja. Also, zum Volkstheater. Erstens gehört das Volkstheater mir, ja? Weil ich dort seit 1964 ein- und ausgehe, also im Sinne der Erbpacht hätte das natürlich mir gehört. Gut, dann hat man sich beworben in einem fairen Contest, sage ich nichts,
Da sind Leute, die das beurteilen und dann wird das vorgeschlagen und dann kommt man halt nicht zum Zuge. Das kann ja passieren. Obwohl ich nicht gerne verliere, ich gebe es zu. Aber dieser Trampel von Kulturstadträtin, Veronika Schaas-Hassler, oder wie heißt sie, hat hinterrücks diese, da haben sich 72 Leute, Männer und Frauen und ich glaube sogar Teams, haben sich beworben und hat aber hinterrücks diesen Bewerbungsvorgang overruled und hat einfach jemanden eingesetzt, den Herrn Kai Voges, gegen den ich ja nichts habe, gar nicht wahr. Eingesetzt, von dem hatte sie nichts gesehen, er hatte sich nicht beworben, er war nicht ein einziges Mal in seinem Leben im Volkstheater gewesen, einfach, der ist ein Feuilleton-Liebling, also ein Feuilleton-Held, ja, und ein gar nicht uninteressanter Theatermacher. Und es ist auch das, was am Volkstheater, ich habe ja einiges gesehen dort, nicht schlecht. Es ist ja jetzt nicht dilettantisch, was die dort machen, es ist nur nicht für Wien geeignet, weil Wien sehr speziell ist, sehr konservativ, sehr publikums- und schauspielerorientiert und das, was er dort macht, braucht vielleicht noch 15 Jahre, dass es hier ankommt. Und deswegen ist das Theater nicht gut besucht, weil wir zurückschrittlich sind. Das hat der Maler schon gesagt, wie er gesagt hat, ja, wir haben vor Veränderungen oder vor Revolutionen keine Angst, weil in Wien passiert es eh immer 20 Jahre später. Und der kommt aus Dortmund, ja, der Intendant, und das sind halt andere Pflaster. Ich war auch zum Beispiel sehr überrascht, dass dem Kuhschei kein Erfolg beschieden war, weil ich kannte viele seiner Arbeiten in München, wo er dort das Bayerische Staatsschauspiel geleitet hat, sehr gut geleitet hat und fantastische Aufführungen dort, und er ist ein Österreicher, er ist ein Kärntner, dort geleitet hat, mit einer großen Affinität zu österreichischer Literatur. Viele vielleicht oder einige haben von Ihnen gesehen, Schönherr Weibsteifel, eine Jahrzehnte-Aufführung mit der grandiosen Birgit Minichmeier. Er hat Nestro inszeniert, er hat Grillparzer inszeniert, er hat also eine ganze Palette. Und dass der nicht hier Fuß fassen konnte, es kam ihm natürlich Corona dazwischen, muss ich auch sagen, aber trotzdem auch künstlerisch hatte das keinen Grip. Was mich enttäuscht hat, weil ich der Meinung war, von Anfang an, der hätte es schon statt dem depperten Hartmann werden sollen, ja, der ja auch ein Volltrottel vor dem Herrn ist. Also das ist, dachte ich, eine wirklich geeignete Figur. Der Martin Kuschei. Und warum und hat engagiert nicht, er dich nicht? Was? Warum engagiert er dich nicht? Weil er mich nicht zahlen kann. Ah. Und ist jetzt... gedemütigt, dieses muss er das Haus verlassen, das ist nicht so angenehm, was mit ihm da so passiert ist. Ja? Ich hätte zum Beispiel keinen Cent dafür gewettet, dass der Föttinger irgendwas an der Josefstadt zusammenbringt. Es ist nicht mein Theater, was dort stattfindet, aber es hat einen gewissen Erfolg, eine gewisse Reformation erfahren gegenüber wie dort früher, nicht ganz früher, aber früher in der Mittelzeit Theater gespielt wurde. In der Zeit, als es dort noch eine Wilma Tegischer gab, einen Leopold Rudolph gab, einen Ernst Waldbrunn gab, eine Lotte Lang gab, war das, und Max Reinhardt, der Direktor war, oder auch ein bisschen später noch, waren das unglaublich, ein unglaublich tolles, für spezielle Dinge geeignetes Ensemble. Als die aber dann ausgestorben waren, sagen wir mal im Laufe der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, und dann die Epigonen kamen und heute den Herrn Leopold Rudolph nachgeahmt haben oder heute dann die Elfriede Otti-Rollen von der Wilma Tegischer gespielt hat, was ein Schaß. Und viele Jahre, und das hat der Föttinger vorsichtig und durchaus nicht erfolglos reformiert und weitergeführt, ja. Er selber ist ein Depp. Das kann ich Ihnen aus eigener Anschauung erzählen. Ja, ja, Sie brauchen gar nicht machen, weil ich kenne ihn ja, Sie kennen ihn ja nicht. Aber gut, und der wäre natürlich gerne Burgtheaterdirektor geworden, gerne. Und noch lieber seine Frau, die hat sie schon gesehen, als Burgtheaterdirektorin, durch die Gänge wandeln, ist nichts geworden, na gut. Aber
Jetzt werden wir schauen, wie das mit dem Neuen wird. Ein nicht uninteressanter Mann ist. Andererseits, wer stand denn zur Auswahl? Also wenn Sie ein bisschen jetzt Insiderwissen hast haben. Du dich, oder hast du dich in der Zeitung, wie? Hast du dich beworben? Nein. Aber es ist schwer, heutzutage einen großen Geist, einen wirklich grandiosen, also muss jetzt nicht gerade der Strehler sein, aber natürlich, vielleicht muss es jemand von der Größenordnung des Strehlers sein, so einen gibt es aber nicht. Sind alle gestorben. Vielleicht hätte man den Castorf nochmal fragen können. Weiß nicht, eine vorsichtige Idee. Aber hätte der nach Wien gepasst? Ich weiß es nicht. Da muss man sich genau damit beschäftigen. So, ich bin kein wahnsinniger Fan von ihm, aber ich konzidiere eine wirkliche Theatervision und Theaterbesessenheit bei ihm. Der war ja auch öfter bei den Festspielen da, Wiener Festwochen da, er hat beim Burgtheater inszeniert. Das kam eigentlich bei den Wienern eigentlich gut an, also nicht feindselig. Hat fantastischen Ring in Bayreuth gemacht, wenn Sie sich erinnern, vor 10 Jahren und so. Also das ist ein großer Geist. Ja, ja ist, aber da ist wieder, Paulus, da dein Ruf als Berserker, als Homme terrible, steht dir wieder so im Weg für solche Aufgaben, was ich dann total bedauere. Na dann nicht. Weil du für das Theater brennst. Aber es ist die Frage. Man muss doch nicht, damit man irgendeine Führungsfunktion hat, muss man doch jetzt nicht stromlinienförmig sein. Sie haben ja jetzt dem Kuhscheich, ich habe mit ihm noch nie gearbeitet, ich weiß, ich kenne ihn nur, aber ich weiß es nicht, auch dann im Vorfeld der Ernennung vorgeworfen, einen, weiß ich nicht, autoritären Führungsstil und Testosteron geleitet und was weiß ich. Da waren, ne, aus gut unterrichteten Kreisen liest man dann immer, da werden ja dann keine Zeugen, werden ja keine Quellen genannt, nicht? Aus dem nahen Umfeld hat man gehört, er hat das und das gemacht, ne? Das ist dann, jetzt gar nicht so. Aber du, Paulus, wenn du Schauspieler bist, brauchst du von einem Regisseur, dass er einen knallharten Umgangston hat, dass er impulsiv ist, dass er auch gewalttätig ist mitunter? Brauchst du irgendwelche? Gewalttätig mitunter? Oder natürlich brauchst du nicht jemanden, gewisse Grenzen. Der etwas aus dir rauslockt? Nein, gewisse Grenzen dürfen selbstverständlich nicht überschritten werden. Das ist ja, das versteht sich ja von selbst. Aber wenn man jetzt dem einen Ruf andichtet, niemand von uns weiß, ob das stimmt oder war dabei oder kennt auch nur jemanden, der eine Erfahrung mit ihm hat, das finde ich schon ein bisschen unfair. Ja? Mhm. Und dann das Profil, nicht? Das Besserwisser-Zeitschrift Profil, die dann ganze Seiten darüber sich ergießt, wie... Ich rede gerade. Aber du kommst nicht auf den Punkt. Nein, du hast gut reden, du hast das notwendiger. Bei dir dauert eine Frage 2,5 Minuten. Naja, weil ich meine Worte auf die Waagschale lege. Ich weiß nicht. Letztlich zählt das Ergebnis, natürlich nicht über Leichen. Wenn notwendig, auch über Leichen. Ich habe es ja erzählt vorhin, was der Werner Herzog mir, wobei ein Filmset ist noch etwas anderes als ein Filmset, ist eine zeitlich abgeschränkte, ein Kriegsschauplatz, hat schon der Axel Korte gesagt, Film ist Krieg, von 2 Monaten und dann ist eine Art Familienverbund, wenn man Tag und Nacht aufeinander pickt und auch dadurch, dass du beim Film diese eine Szene, wo er sie liebt oder fertig macht oder was, brauchst du ja nur ein einziges Mal richtig und gut machen, dann wird das aufgenommen und dann vom Winde verweht, ist genauso wie vor 70 oder 70 Jahren. Ja? Beim Theater ist ja das Wesen, dass es live ist und immer wiederholt werden muss. Also wenn Sie heute, wenn unser Gespräch jetzt wirklich so toll verläuft, wie es verläuft, heißt ja nicht, dass nicht der nächste Sonntag mit dem Gastgeber stinkfad ist. Das heißt, Sie müssen es wiederholen können. Sie müssen immer wieder und das... Mit dem richtigen Timing. Ja, mit allem, was dazugehört. Ich kenne nicht sehr viele unangenehme Regisseure, weil ich immer das Glück hatte, mit den Besten zu arbeiten. Und die war nicht unangenehm? Also der Herr Zadek war...
Erstens war er Jude. Und das ist am Theater schon mal gut, weil, oder Dirk Bondi oder George Tabori, mit dem habe ich nicht gearbeitet. Peter Brook. Ist Jude? Ja, sicher. War. Ja. Die Juden behaupten nicht, allwissend zu sein, wie ein Herr Lehrer, der vorne am Katheder steht und huldvoll sein Wissen austeilt. Wie die Nicht-Juden? Was? Nein, gar nichts. Fall mir nicht immer ins Wort. Und die Arier sind Besserwisser. Wenn ein Jude etwas besser weiß, ist er immer auch ein Philosoph, ein Weiser, ein Sadik. Ja? Und ein gutes Beispiel, sicherlich kein, oder zumindest früher kein schlechter, Regisseur, der Klaus Peymann. Ja? Als der nach Wien kam, Mitte der 80er Jahre, war der goldrichtig. Aber er war kein Revolutionär, er war kein Extremist und immer der Oberlehrer. Immer. Ich habe auch einmal mit ihm gearbeitet. Außerdem hat er keinen Humor, das ist schlecht. Ja? Also der, und ein begnadeter Lügner, der lügt dermaßen, der glaubt seine eigenen Lügen. So weit ist es bei dem schon. Also ich bin kein Fan von ihm, aber er war bei gewissen Dingen, Thomas Berner oder so, ein großer Könner. Die Extremliteratur konnte er nicht. Shakespeare, was eine Domäne war von Brooke oder auch von Zadek, konnte er nicht, weil das ging über seinen Horizont hinaus. Büchner, ein Verwandter von Shakespeare, konnte er nicht. Er konnte die Zimmerkugel-Kabinettstücke. Also Bernhard oder Hermanns Schlacht ist ein Zimmerkugel-Kabinettstück. Ja? Also so eine bürgerliche Idylle. Das konnte er. Der Matthias Hartmann, den brauche ich in dem Zusammenhang gar nicht nennen, weil der ist ja nicht satisfaktionsfähig. Nein, weil der hatte die Angewohnheit immer Fun-Gesellschaft. Da musste alles lustig sein. Ja? Aber auch Phaedra von Racine, was weiß Gott kein lustiges Geschenk, da muss eine kleine Pointe und da muss da gelacht werden und da muss da was witzig sein. Unerträglich. Das war wirklich eine sehr schlechte Aufführung. Also, meine Damen und Herren, wir haben eine Tradition hier. Und zwar sehen Sie auf Ihren Tischen so kleine Karten und einen Kugelschreiber. Und Sie sind jetzt sehr herzlich eingeladen, Bemerkungen, Kommentare, Fragen zu schreiben. Und ich werde dann wie ein verhasster Mittelschullehrer diese Karten absammeln kommen und wir werden sie dann... So, fertig werden, Kinder, fertig werden. Genau. Jetzt kommt's abgeben. It's an honor and a privilege, a duty I perform with due sense of decorum and pride. Hätten. With deference and great respect, very much the norm, plus a hint of sycophancy on the side. To lay before my ruler all the facts about his realm, to fill him in on all the beastly news. Yes, yes, Zazu, get on with it. In order that his majesty stand sturdy at the helm, aware of all the fauna's latest views. Zazu, the morning report. Yes, sire, the morning report. Chimps are going ape, giraffes remain above it all. Elephants remember, though just what I can't recall. Crocodiles are snapping up fresh offers from the banks. Showed interest in my nest egg, but I quickly said, no thanks. We haven't paid the hornbills, and the vultures have a hunch. Not everyone invited will be coming back from lunch. This is the morning report. Gives you the long and the short. Every grunt, roar and snort, not a tail I distort, on the morning report. What are you doing, son? Pouncing. Ah, let an old pro show you how it's done. The buffalo have got a Stay beef about this low. Season's grass. Warthogs have been thwarted in attempts to save their gas. Yes, flamingos go. In the pink and chasing secretary Not birds. Saffron is the season's color seen in all the herds. Moving Take down the slow. Rank and file to near the bottom One rung. More. Far Step. Too many beetles are quite frankly in the dung. Pounce! Ah! This is the morning report. Gives you the long and the short. Long and short, every grunt, roar and snort, not a tail I distort,
Morning Report. Und statt 5 Decker Angst, lieber 10 Tonnen Freit. Fang du an. Sie sind ja viel lustiger als erwartet. Warum nicht auch als Regisseur? Weil der Erste Weltkrieg, da gibt es nicht sehr viel zu lachen. Next. Du bist jetzt dran. Ich bin dran. Mein Interesse an Theater wurde durch Ihren Vater als Volkstheaterdirektor geweckt. Ich danke Ihnen dafür. Er liegt am Weilinger Friedhof. Sie können jederzeit hingehen und dort ein Blümchen niederlegen. Wieso haben Sie so einen schlechten Ruf und wie halten Sie das aus? Es ist mein Lebenselixier. Sehr geehrter Herr Manker, würden Sie zum Psychotherapeuten hingehen wollen? Wäre ich meinen Beruf los. Warum mögen Sie Elfriede Ott nicht? Haben Sie es einmal gesehen, live? Weil das diese Art von Finger im Popo-Theater ist, die ich seit meinen Kindheitsbeinen hasse, zwanghaft, lustig, oberflächlich, vielleicht in den jüngeren Jahren, wie auch die Conradi, da muss ich ihr recht geben, weil die als junge Schauspielerin hat am Volkstheater angefangen, als mein Vater dort war im Krieg, muss sie unglaublich toll gewesen sein. Also eine Art, also von der Qualität, glaube ich, möglicherweise von der Minichmeier. Hat dort Johanna von Shaw gespielt und hat auch mit meinem Vater Nestor Aufführungen gemacht am Volkstheater, wo die wohl ganz toll war, Salome Pockerl und so weiter. Und das hat sie sich halt dann, ich habe einmal das Missvergnügen gehabt, mit ihr zu arbeiten. Sie hat es nach einer Woche hingeschmissen natürlich. Das erzähle ich jetzt kurz. Das war Lilium von Molnar, ja, ein berühmtes Das wie ein Erfolgsstück eigentlich. Und der Karl-Heinz Hackl hat den Lilium gespielt. Der Lilium ist in der österreichischen Literatur so wie der Hamlet in der internationalen. Es ist eine Ikone, die jeder Schauspieler, jeder österreichische Schauspieler spielen will. Aber du hast es nie gespielt, oder? Bitte? Du hast es nie gespielt, den Lilium. Nein, dafür glaube ich nicht geeignet. Auf jeden Fall hat sich damals auch der Franz Morak darum bemüht. Kulturminister, gell? ÖVP. Ja, aber ich kann mich erinnern, als mein Vater nach Hause gekommen ist, Anfang der 70er Jahre, und gesagt hat, naja, jetzt haben sie mal wieder, und er meinte die SPÖ, weil das Volkstheater ja ein rotes Gewerkschaftstheater war, jetzt haben sie mal wieder wen aufs Auge pickt, war der Morak. Der Morak war in seiner jungen Schauspielerzeit ein Linksaußen, ein Radikalinski. Er war ein Popsänger, da gibt es Interviews im langen Pelzmantel, wo er die Gesellschaft ins Gesicht schlagen will und so. Ich habe ihn ja x-mal gesehen. Dann kam er ans Burgtheater, wo man sah, was er nicht kann. Weil es gibt auch für Schauspieler gewisse Orte, wo sie hingehören. Ich habe den Petters schon erwähnt, der klug genug war, der Versuchung nicht zu erliegen. Weil wenn du am Volkstheater Protagonist bist, heißt es nicht, dass sie im Burgtheater auf dich gewartet haben und du dort auch die Hauptrollen spielst, sondern du spielst dann den dritten Diener von rechts. Deswegen ist er dort nicht hingegangen. Und der Morak, muss man jetzt sagen? Man hat dann gesehen, Elfriede Ott nicht. Dass er nicht kann. Der Franz Morak hat zum Beispiel gespielt, die Uraufführung von Rotzenjagd, ja, das erste Stück von Turini. Das spielt auf einer Müllhalde und die Schmiedinger war die
Das war ein Wahnsinns. War der Durchbruch. Was heißt der Durchbruch? Das war das Erstauftreten vom Turin, ich glaube 72, eben am Volkstheater. Hatte mein Vater hatte das Glück, dass zu seiner Zeit diese Wolfgang Bauer, Pevny, Turini, Helmut Zenker, Roth aufkamen. Und er das Auge gehabt hat für diese Autoren, die damals am Burgtheater nie gespielt worden wären. Das, was jetzt alles anders ist. Und am Josefstadt schon gar nicht. Und er hat es nie selbst inszeniert. Er hat einmal gesagt, saßen sie auf einer Probe, er und der Turini daneben, er hat gesagt, ich könnte das nie machen. Aber es fasziniert mich. Ja, so eine völlig andere Art von Theater, auch eine völlig andere, glaube ich, Auffassung von Theater, als er selbst hatte, was eine seltene Qualität ist, dass man etwas zulässt, was mit einem selber nichts zu tun hat, von einem sogar vielleicht gar nicht immer gutiert wird. Das ist glaube ich, für einen Intendanten, kennen schon Intendanten, die es nicht so gern haben, wenn neben ihnen ein anderer auch Erfolg hat. Ja, Föttinger. Zum Beispiel. Na gut, das ist ein völliger Blödsinn, weil dazu müsste der Föttinger ja ein guter Regisseur sein. Ja? Ja. Was er ja nicht ist. Ja, eh nicht. Aber zum Beispiel, gutes Beispiel ist der Peter Stein an der Schaubühne und der Klaus-Michael Grüber. Ja? Also vielleicht sogar der Grüber, der größere Gigant. Und das hat der Stein natürlich 70er, 80er Jahre zugelassen. Und ja, das ist schon als Intendant wichtig, dass man andere neben sich leben lässt und meinte, auch Erfolg haben kann. Ich meinte, dass der Föttinger das nicht tut. Der hält das was nicht aus. Du? Wenn, der hält nicht aus, wenn jemand Regie führen kann an seinem Haus. Aber es kann jeder besser Regie führen als er. Das ist ein schlechtes Beispiel. Das stimmt. Also, nächste Frage. Wie meint er, dass es dazu kommt, in Gaststätten Wiener Hausmannskost gibt, hingegen nie die Rede von Wiener ist, dass Frauenkost ist. Von Wiener Frauenkost. Das ist ein faszinierender Vorleser. Ja, das ist. Wie meint er, dass er dazu kommt, in Gaststätten Wiener Hausmannskost gibt? Mir gehen nicht gut sprechen, Deutsche. Mir gegen die Rede von Wiener. Ein begnadeter Vorleser, begnadet, Herr Manka. Ja. Ganz oben steht mit Rufzeichen Verräter. Oh. Wer war das? Aufstehen, wer war das? Das ist bei uns strikt anonym. Ja. Es tut mir leid, aber ich finde Sie wahnsinnig sympathisch. Was, das steht das da wirklich? Das war meine Frau. Das ist eine Frau. Was ist mit den letzten Tagen der Menschheit? Sie sind die Ersten, die es erfahren, wird auch heuer im Südbahnhotel aufgeführt. Das Lustige ist, dass das Südbahnhotel im Stück tatsächlich vorkommt. Es gibt eine Szene, die auf der Terrasse des Südbahnhotels spielt. Also das ist natürlich lustig. Da gibt es noch Karten. Aber nur mehr ganz wenig. Ja, da steht auch, wo waren die letzten Tage der Menschheit? Hat gerade gesagt, Projekt offen Volkstheaterdirektion. Zu alt, könnte ich nicht mehr. Wissen Sie, was das für Haken ist? Das ist ein 24-Stunden-Job. Ein Theater noch dazu dieser Größe. Man darf nicht vergessen, das Volkstheater war, und der Raum hat sich ja nicht verändert, das größte Theater deutscher Zunge. Größer als das Burgtheater, größer als das Hamburger Schauspielhaus. 1.100 Plätze. Nein, er hat keine Ahnung. 1.979 Plätze bei der Eröffnung. Ja, wow. Das Wiener Volkstheater. Und der Raum ist der gleiche geblieben. Sie haben nur immer, auch aus strategischen Gründen, die Emmy Werner, die haben wir noch gar nicht beschimpft, die wäre auch noch fällig, haben es verkleinert, damit man früher sagen kann, ausverkauft. Ja, bei meinem Vater, da war es schon 1.539 Plätze. 15. Ja, bei der Emmy 1.100, wie ich dort jetzt sehe. Ja, senkst, da geht es runter. Und dann haben sie jetzt diese nicht schlechte Tribüne und jetzt hat es etwas über 900, um 1.000 Plätze weniger als bei der Eröffnung. Da gab es ein großes Stehplatz-Ding mit 500 Stehplätzen etc. Aber auch in den 70er Jahren, da war das Haus, kenne ich noch Aufführungen, wirklich rappelvoll.
Heutzutage sagt man, glaube ich, halb voll ist das neue ausverkauft. Es ist wirklich schwierig. Ja. Es ist wirklich schwierig, weil die Leute, glaube ich, draufgekommen sind durch die Corona-Einschränkungen, dass das Theater für sie entbehrlich zu sein scheint. Was natürlich furchtbar ist. Und dann sagen sie ihnen ja dann, ja, es ist mir eigentlich nicht abgegangen. Und dann brauche ich es ja jetzt auch nicht, nicht. Es sind wirklich, also in allen Theatern, der Föttinger gibt immer an, aber die sind auch nicht immer voll. Es ist natürlich das, wenn die Josefstadt sagt, ausverkauft, dann haben sie im Burgtheater nicht einmal, sind sie nicht einmal halb voll. Was toll ist, wenn es noch läuft, ich glaube ja, in der Josefstadt Kammerspiele, Dreigroschenoper. Haben wir, ja, hat es auch gesehen. Ja. Fantastische Aufführung. Ist natürlich auch toll, weil es ist ein Theater, ein Raum, so groß wie dieser. Und da ist diese Musik und auch die Aggressivität dieses Stückes natürlich unmittelbar. Da fährt es so in die Leute rein. Fantastisches Ensemble, unglaublich tolle Frauen. Maria Bill spielt mit, die Susan Meyer spielt mit. Nicht einmal die Sona McDonalds, die ja dort die tollste Frau ist, die ist nicht einmal dabei. Es gibt eine Version, wo der Föttinger den Bildschirm spielt. Nicht anschauen. Es gibt aber eine Zweitbesetzung und die ist sehr gut. Es geht auch der Föttinger, wenn man, es geht schnell vorbei, sie machen die Augen zu, zack, weg ist er. Ja? Also aber dieser, warte mal, wie heißt der Mackie Messer? Marius von, was? Claudius von Stolzmann. Eine wirklich ganz tolle Inszenierung, musikalisch, lupenrein. Bitte sehr. Das musst du lesen. Begnadeter Vorleser. Hier steht, das aktuelle Volkstheater ist sehr interessant. Hier steht, Sie sind ein außergewöhnlich faszinierender Mann. Wieso ist der Interviewer so fad? Ah nein, Entschuldigung. Ich bin kein Interviewer, hier ist es ein Gespräch. Ah, das muss man mir ja sagen, Herr. Das kein Interview. Wer ist Gustav Ernst? Gustav Ernst ist der Drehbuchautor, ist ein Literat, ein Schriftsteller. Und glaube ich, Erfinder und Herausgeber des Wespennestes. Genau. Und vor allem ist er der Drehbuchautor des Kultfilmes Exit, nur keine Panik, von Franz Nowotny, ein Film Ende der 70er Jahre, mein filmisches Erstauftreten. Nein! Nein, der Haneke war dein erster, Lemminge, oder? Sag's laut und deutlich. Die Lemminge von... Von Michael Haneke, Oetker Breitträger. Ja. Das war in Venedig, oder? Habt ihr da gedreht? Das war ein anderer Film. Das war ein anderer Film. Okay, also da steht wirklich, warum ist Ihr Gast heute so? Nein, warum ist... Weil er Hunger hat, weil er kein Frühstück gekriegt hat, bei einer so Veranstaltung, wichtig, die Frühstück heißt. Ja, eben, gell, das, ich frage Sie jedes Mal. Ich hatte das Weinigers Nacht in den 80er Jahren im Messepalast gesehen. Schon mal falsch, warum, weil es lief nicht im Messepalast. Was war ist Weininger Nacht, ja, das war im Volkstheater, gell? Ja. Hier live so wichtig, totaler Antisemit, ich kann es nicht lesen. Naja, also ich habe mir seine Weltsicht nicht zu eigen gemacht. Ja, aber habe mal Richard den Dritten gespielt und habe auch noch keine Kinder umgebracht, weil man manchmal daran denkt. Es wird auch oft behauptet. Aber wenn man eine Rolle spielt, diese ganzen, das hasse ich ja wie die Pest. Diese ganze Debatte, die jetzt ausgebrochen ist, nur Homosexuelle dürfen Homosexuelle spielen. Nur Schwarze dürfen Othello spielen. Transgender müssen von Transgendern gespielt. Sogar dieser, wie heißt denn der, Philadelphia, Tom Hanks. Sagt zum Beispiel, der hat ja Philadelphia, da hat er einen AIDS-kranken, HIV-positiven Philadelphia, glaube ich, Rechtsanwalt gespielt. Er würde das heute nicht mehr machen, weil er ist ja nicht schwul. Ich meine, da greifst du dir wirklich ans Hirn, wo das größte Privileg, was Theaterleute, was Schauspielerinnen haben, die Verwandlung, die Veränderung ist, das etwas darzustellen. Also das auch... Das Winnetou-Filme werden jetzt, Winnetou-Bücher werden geächtet und so weiter. Also da scheiße ich mir aus drauf, wirklich. Na, das muss ich wirklich sagen. Bei aller Gerechtigkeit, bei allem MeToo und so, alles gerecht, alles toll. Aber wenn es solche Auswüchse annimmt, dass
Also wer zum Beispiel Gerd Voss damals als Othello gesehen hat, ja Gott, der hat sie angeschmiert. Das heißt ja nicht, dass man solche Leute oder dass man Schwarzafrikaner oder was auch immer die dann sind, dass man sich kulturelle Aneignung, das ist ja noch sowas, ja? Wenn ich Rasterlocken habe, dann eigne ich mir die Kultur von dieser schwarzen Protestbewegung an und da werden Konzerte werden abgesagt, weil einer im Publikum macht, ja, er fühlt sich nicht wohl, das Konzert ist abgesagt. Haben Sie gelesen? Das findet alles statt. Also das, allein deswegen würde ich gern Theaterdirektor werden, um lauter solche Sachen auf den Spielplan zu setzen. Ja? Meine Damen und Herren, das war ein würdiges Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Kommen. Das nächste Wildbad-Hart wird sein erst Ende Mai, glaube ich am 30. Mai, 28. Mai, mit dem Hubert Geisbauer, einer österreichischen Radiolegende und Erfinder von ganz, ganz vielen, ganz wichtigen Programmen und auch immer noch ein Visionär, und ich freue mich schon sehr darauf. Und ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Kommen und ich danke Paulus Manka, dass er zu uns gekommen ist. Und ja, wir sind jetzt da noch unten. So, bitte mit den 100-Euro-Scheinen hierher und ja. Sie kriegen die Gutscheine ausgestellt. Ja? Danke, Paulus. Bitte, danke schön. Latschen, kriegst der Watschen, saust dein Kropf, trifft Hitler Schlag. Alk und Nikotin bedrohen deine Kleinspermatozoen, unterstützen hast mich gehört, bring dich sicher unter die Erd. Also, Joghurtleit und Vollkornbecken, impfen gegen Grippe und Zecken, Nierdelschutz und Helm aufsetzen, wenn wir in die Arbeit hetzen, monatlich das Blutfett messen, Geld anlegen, nicht vergessen, um eine gesunde Wirtschaft flehen, aber nicht in die Wirtschaft gehen.